Sieht ja aus wie neu. Dabei ist dieser Schlangenstern schon 400 Millionen Jahre alt und stammt aus dem Untervivon, aus dem Hunsrückschiefer. Das liegt daran, dass er pyritisiert ist. Das bedeutet, ein Teil seines Körpers wurde durch Pyrit ausgetauscht, also Katzengold. Katzengold kennt ihr vielleicht. Das glitzert nämlich fast wie echtes Gold, ist aber nicht so teuer. Ganz toll zu sehen ist das beispielsweise in diesem rochenartigen Panzerfisch. Wenn man ihn so ein bisschen hin und her schwenkt, dann sieht man das Katzengold sogar glitzern. Wenn wir uns die fossile Lebewelt des Hunsrückschiefers ansehen, dann fällt uns auf, dass wir vor allem viele bodenbewohnende Organismen dort finden, wie beispielsweise auch diese ausgestorbenen Trilobiten. Aber auch festgewachsene Seelilien. Der Grund für die Pyritisierung und damit diese fantastische Erhaltung der Fossilien liegt darin, dass sie sehr schnell von Turbiditen bedeckt wurden, also Unterwasser-Schlammströmen. Als die Tiere bedeckt wurden, wurden sie auch von Aasfressern und von Sauerstoff abgeschirmt. Ohne den Sauerstoff konnte sich auch das Pyrit bilden. Eine weitere Besonderheit des Hunsrückschiefers ist, dass dieser Schiefer lange Zeit für Dachplatten abgebaut worden ist und auch hier regional sehr häufig in den Gebäuden verarbeitet wurde. Alte Gebäude wie beispielsweise das Poppelsdorfer Schloss oder auch das Hauptgebäude der Universität haben auf den Dächern diesen Hunsrückschiefer. Meiner Meinung nach ist das ein tolles Beispiel dafür, wie wir Fossilien einfach so um uns herum in den Gebäuden haben. Und wenn ihr vielleicht auch mal selbst in den Wänden oder in den Böden nachschaut, könntet ihr auch ein paar Fossilien finden. Wenn ihr welche findet, dann macht doch ein Foto davon und verlinkt uns das hier. Kommt mir vor wie Peter Lustig.